Bin jetzt im Zimmer 402, eine Art von 42, im Hotel Waldrast in Terenten in Südtirol und gehe mal rein, ist ein 3-Sterne-Hotel. Hotelcard ist drin und komme in ein Zimmer. Ist ein Doppelzimmer, ich habe das Gepäck schon reingelegt. Gehe mal in den großen Raum rein. Sehr viel Holz, sehr, sehr schön, sehr nüchtern. Wir haben zwei Betten. Steckdosen neben den Betten. Wir haben hier der Ausblick, ja, auf das nächste Hotel. Hier ein kleiner Sitzgelegenheit. Da drüben sind die Nachbarn gleich. Gegen wunderschön, sehr viele Berge, logischerweise. Wir sind in Südtirol. Hier ein großer TFT-Fernseher. Zur Begrüßung gab es eine Flasche Prosecco. Wird auch gut getrunken. Hier ist unser Gepäck. Wir haben hier Kleider, Schrank und Kleiderbügel zum Abnehmen, also nicht fest verschraubt. Und hier, okay, bei dem Preisklasse haben wir natürlich auch einen Tresor in dem Holzschränkchen. Gehen wir mal als erstes in die Toilette, in das kleine Häuschen hier. Relativ eng, aber schön gemacht. Ich gehe mal rein, BD und ja, Toilette. Relativ hohe Räume, fällt mir auf, und wir gehen jetzt mal ins Bad, nehmen euch mal mit. Bad, hier weiß ich nicht, ob es so gehört, die Glaswand, oder ob sie gesprungen ist. Das sieht interessant aus, aber ob es sich so gehört, weiß ich natürlich nicht. Naja, hier ist ein Spiegel, hier bin ich, grüße euch, hallo. Waschbecken, Seife, Föhn, Zahnputzbecher, ein paar Handtücher, hier die Heizung und hier die Dusche. Dusche läuft hier so ab, also ist Abfluss sehr interessant. Und ja, gehen wir hier hoch. Das Haus hat ein WLAN für die Gäste, ein kostenloses WLAN. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie stark es ist, aber zumindest ein kostenloses WLAN im Hotel Waldrast da. Und ja, so sieht es aus, wenn die Berge bestrahlt werden.